Denen, die nichts hatten, brachte er Hoffnung. Die Eingeborenen wissen nur vom Geheimnis des Lebens, wie kostbar es ist. Das Einzige, was wir haben. Denen, die alles hatten, war er ein leuchtendes Vorbild. Dr. Schweitzer, das Life Magazine bezeichnet Sie als den wahrscheinlich größten Mann der Welt. Ehrfurcht vor dem Leben, die sollten wir alle haben. Sogar vor dem Leben unserer Feinde. Ist dieses Verbrüderungsgequatsche nicht reine Vernebelungstaktik, um die Tatsache zu verschleiern, dass Sie nun mal Kommunist sind? Was wirst du tun? Manchmal denkt man, dass man es nie schaffen kann. Sollen wir etwa in irgendwelche abenteuerlichen Geschäfte hineingezogen werden, wie ein alter Marktkarren in den Dreck? Ich bin nicht befugt, ins Detail zu gehen, Dr. Schweitzer. Ich bin sicher, Sie verstehen das. Es muss etwas geschehen. Vielleicht gelingt es Ihnen, das Hospital zu schließen. Aber Sie verschließen mir auf keinen Fall meinen Mund. Wenn Sie es schließen, was passiert dann mit all den Menschen? Deine Frau musste ohne dich auskommen. Jahr für Jahr. Ich war ohne meinen Vater während meiner ganzen Kindheit. Wenn es egoistisch von mir war, hier zu bleiben, dann weil ich es viel egoistischer fand, wegzulaufen. Die Geschichte eines Mannes. Töten ist keine Lösung. Ehrfurcht vor dem Leben, nicht wahr? Die verrückte Idee eines verrückten alten Mannes. Der sich für eine Welt in Frieden einsetzte. Waffen sind unheilvolle Gerätschaften und nichts für einen noblen Menschen. Nicht mit Geld oder politischer Macht. Diese Männer sind getrieben von Furcht. Aber die Lösung ist einfach, liebe Freunde. Wenn ich gehe, lassen möglicherweise diese Feinde des Hospitals in Frieden. Leb wohl. Sondern mit Ehrfurcht vor dem Leben. Wir haben es gemeinsam begonnen und ich lasse nicht zu, dass diese Quertreiber uns aufhalten. Von den Produzenten von Luther. Unser großer Doktor ist noch da! Albert Schweitzer, ein Leben für Afrika. Weihnachten im Kino.